Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Marokko, das Rennen. Auch natürlich wieder die obligatorische Information, wie so die Sieger der letzten Rennen war. Ja, 2015 Doppelsieg von LPR-Team in der Reihenfolge Casey Name. Da hat ja Name Casey ja, einfach ersten Platz überlassen, faire Geste, kann man da nur sagen. Dritter wurde übrigens Alexander Djurkov. Dann 2016 haben wir Driver's Name als Sieger. Der zweite Platz ging an Pake Soter und der dritte Platz an Niklas Brandstein. 2018 natürlich wieder Driver's Name Sieg. Der zweite Platz ging an Uday Khan und der dritte Platz an Juan Cortero. Und 2019 haben wir dann noch, da hat Samuel Casey gewonnen und Driver's Name nur auf der 25. Was war denn da los? Also Samuel Casey hat da gewonnen und zweiten Platz hat gemacht Luciano Zamrotti und den dritten Platz Alexander Djurkov. Ja, also Samuel Casey, wenn man so will hier. Nee, Moment, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Samuel Casey Rekordsieger, ne, glaube ich, oder? War das nicht so? Oder war das jetzt gemeinsam mit Drivers Name? Samuel Casey hatte zwei Siege gehabt. Nee, doch gleich auf. Samuel Casey und Drivers Name jeweils zwei Siege. Genau. So, gucken wir, ob bei Driver's Name jetzt noch ein Dritter dazu kommt oder ob vielleicht Rena Krameri hier eine Chance auf das Podium hat, denn sie ist auf dem zweiten Platz, aber das ist nun die komplette Startaufstellung. Driver's Name deutlich vorne, dann auf der 2 überraschend Rena Krameri und auf der auf Startplatz 3 Jim Najdowski. Quatsch, Jacques Schulz meine ich natürlich. Das heißt, dass das Lynx-Skoda-Team hier mal richtig Chancen auf Punkte hat mit dem zweiten und dritten Platz und auch eine Chance auf einen Podiumsplatz. Oder zwei. Dann geht es weiter mit Rawowski und Brandstein. Farinaris auch sehr gut. Das wird Carla Cox freuen. Startreihe 4, Melixen, Acevedo. Dann Casey und Najdowski teilen sich Startreihe 5, gefolgt von Keiji und Zamrotti. Auf der 7 Hamaki und Berger, 8er Bonet, Djurkov, 9er Berada, der Lokalmatador, leider nur Startreihe 9. Daneben Harald Hölfsson und Mirabella Brisgödel, Antonio Martinoja, Pak Sota, Ashford, Collins, Cortero und ganz hinten Sota und Kavanagh. Ja, das ist die Startaufstellung. Ich mache nur eine kurze Räusperung. Noch kurz was getrunken. Irgend so eine Bio-Cola von Völkel. Keine Ahnung, ob euch das was sagt. Die ist mir hier in der Qualifikation, in dem Edeka so ins Auge gesprungen, da ich immer gern verschiedene Colas trinke und mich nicht immer so auf die Coca-Cola, auf die Marktführer festnageln lasse. Habe ich mir die auch mitgenommen. Ja, genug gelabert. Auf geht's. 5 Runden sind es nur. Ziemlich kurzes Rennen. Eigentlich schade. Müsste ein bisschen länger sein, meiner Meinung nach. Müsste man tatsächlich überlegen, wenn nächste Saison stattfindet, ob man dann hier nicht ein paar mehr Runden fährt, weil können wir bestimmt locker 10 Runden fahren. So, auf geht's. Da ist der Start freigegeben. Driver's Name wieder mit brutalen Wheelspin und da ist Krameri direkt vorne und Schulz dahinter. Da will Name natürlich jetzt nicht rauskicken und jetzt ist aber Rawowski auf der 3. Gucken wir uns das doch mal an hier. Aber auch Krameri hatte ein bisschen durchdrehende Reifen. Hier zu dritt nebeneinander. Oh, da gab es noch eine Berührung mit Hamaki. Aber es scheinen alle gut durch. Oh, da ist doch irgendwas kaputt bei einem. Bei Hamakis Auto. Was ist da passiert? Kurzer Blick. Ist nichts passiert? Replay-Bug?
Gas. Da war doch unten das X dafür, dass der Teamkollege in die Box kommt. Dann hat ja der klassische Replay-Bug zugeschlagen. Da lag doch aber gerade irgendwas auf der Straße, da hinten. Hä? Da lag doch von irgendjemandem dort der Frontspoiler auf der Straße. Von wem ist denn der? Oh, hier vorne gab es was mit... Das war ein GNR, glaube ich, gewesen. Den es da so durch die Kante gewirbelt hat. War das vielleicht Acevedo? Oh, hier kommt Farinare sehr schlecht weg. Ja, und dann die Berührung mit Melixen. Hier kommt das nochmal im Replay, die Szene. Farinaris schläft hier fast ein rechts. Und dann bam, ja, und da ist dann der Frontspoiler weg. Da hat er noch Glück, dass der nicht noch mehr abgeflogen ist. Oh, und jetzt natürlich die große Frage, was macht Driver's Name hier? Überholen oder Crameri vielleicht den Sieg gönnen? Gucken wir mal. Fährt ja sehr vorsichtig, wie ihr seht. Aufnahme läuft, ja, ne, genau. Ja, peinlich, wenn nicht. Na, so richtige Anstalt macht Name aber nicht, hier zu überholen. Uiuiui. Harter Verbremser. Muss da Crameri natürlich wieder vorbeilassen. Was war denn da passiert? War da vielleicht eine Ölspur, weil da gab es einen heftigen Motorschaden in einer der Support-Serien, die hier im Voraus gefahren sind. Müssen wir nochmal gucken. Ja doch, da war die Ölspur gewesen. Augenzwinkern. Wurde nicht richtig sauber gemacht, muss Driver's Name drauf achten, aber eigentlich gibt es dafür auch die Aufwärmrunde, dass man eben genau sowas sich anguckt. Und da will jetzt natürlich Rawowski ran, aber Name, ja, wehrt ihn da so ein bisschen ab. Er kann sich jetzt sogar Crameri ein bisschen absetzen, 1,5 Sekunden. Schnellste Runde von Crameri, 1,27,599. Schulz auf der 4, schade, da wäre... Aber vielleicht kann er Rawowski noch überholen, obwohl er eine Sekunde vor ihm liegt. 1,2. Acevedo ist an der Box. Das hat man ja schon gehabt. Der Ferrari, der kommt jetzt richtig ran hier. Und Veti Hamaki draußen. Was ist da passiert? Da war doch auch ziemlich gut. Da war er Radverlust. Eieiei. Vielleicht beim Start noch irgendwie eine Kollision gehabt. Welches Rad ist denn das? Links? Hinten? Ja, hinten links. Kann vielleicht eine Folge von diesem Startgetümmel sein, was sich da... Und da ist noch ein Motorschaden bei Michael Kavanagh. Sehen wir dort. Der ist auch draußen dann. Oh, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass er nicht wieder auf der Ölspur ausrutscht. Das wäre peinlich.
Das wäre schon. Das hat Driver's Name Kameli die schnellste Runde abgeluchst. 1:23.763. Obwohl Name jetzt ja auch nicht so Gas gibt. Der fährt genüsslich hinterher. Man könnte fast den Eindruck haben, als würde er sich mit dem zweiten Platz hier begnügen. Ich meine, als. Und Cover nach draußen. Jetzt ist er an den Rand gefahren. Ich meine, jetzt so als. Ja, vielleicht nicht überragender WM-Führer, führender. Aber ja, er hat irgendwie 29 Punkte Vorsprung oder sowas. Und die nächsten paar Rennen sind eigentlich typische Driver's Name-Rennstrecken. Ja, da könnte er sich ja auch mal erlauben, sich hier ein bisschen zurückzuhalten. Dann macht das auf der Startzielgeraden in der letzten Runde, kurz vor Schluss. Das wäre fies. Aber ich glaube, da muss er näher ran, ne? Das reicht sonst nicht. Hier sehen wir so ein bisschen. Nee, da muss er schon richtig nah dran sein. Damit das klappt oder dann auf der Gegengeraden. Vorletzte Runde jetzt übrigens. Ja, wie gesagt, wird ein kurzes Rennen leider. Da muss ich mal, wie gesagt, falls es eine nächste Saison gibt. Will ich nicht versprechen. Da müssen wir echt mal die Runden irgendwie einheitlich machen oder wenigstens auf den kurzen Strecken ein bisschen länger, dass man hier in Marokko 10 Runden fährt oder sowas. Das würde sich ja anbieten. Und Acevedo draußen. Oh, da hat es wahrscheinlich durch den Unfall am Start. Das hat er wahrscheinlich noch irgendwelche Aufhängungsschaden. Oh ja, da ist wahrscheinlich auch eher ein Opfer von der Startkollision. Ist er ja so ein bisschen aufgestiegen. Und ich vermute mal, da gab es einen Schaden an der Radaufhängung, der nicht gesehen wurde. Und der ist halt jetzt zum Tragen gekommen. Kaputt gegangen und draußen. So, ich könnte mal oben die anderen Positionen mal durchgehen. Nadovski auf der 6, Farinas auf der 9. Also wenn das so ins Ziel geht, einige Punkte für das fiesen Team. Dann, ja, Berg auf der 13. Und so, also letzte Runde bricht an. Krameri führt immer noch vor Name und Rawowski. Das wäre die Top 3 aktuell. Kann natürlich auch sein, dass Driver's Name auch so ein bisschen das Material schont für den Saisonendsport. Da muss ja auch einiges noch gefahren werden. Das nächste Rennen ist Südafrika. Dann kommt Chile, USA und Kanada. Und das ist das Restprogramm der Saison. Krameri jetzt schon fast 3 Sekunden Vorsprung. Kommt Name hier so ein bisschen ran. Oh, will er es doch versuchen? Das wäre aber jetzt ein bisschen fies. Nein, er zieht zurück. Und das heißt, eine kleine Sensation findet hier statt beim Marokko Grand Prix. Hier kommt's. Rena Krameri gewinnt. Jetzt. Das Rennen, ihr erster Saisonsieg. Rookie hier in der Saison, die erste Saison dabei und dann gewinnt sie hier auch noch ihr erstes Rennen. Großer Preis von Marokko, das heißt eine Sensation. Wir hören die liechtensteinische Nationalhymne auf dem Podium gleich. Wow, unfassbar. Wann gab es denn das schon mal, dass ein Rookie ein Rennen gewinnt? Herrlich. Hat sich auch verdient mit einer guten Qualifikation auf den zweiten Platz und dann am Start direkt Driver's Name überholt. Da gibt es, ja, große Party in Liechtenstein, in Vaduz, in der Hauptstadt, wo sie herkommt. Unfassbar. In der Wüste gewinnt Rena Krameri.
den großen Preis von Marokko. Wow. Erster Saisonsieg. Die Saison erst neu dabei. Die Liechtensteiner rennen und dann gewinnt sie ja auch noch ein Rennen. Unfassbar. Ja, der Lügens, der lag aber ja richtig gut, weil man auch Jacques Schulz auf dem vierten Platz hier geholt hat. Allerdings schade, dass es nicht fürs Podium gereicht hat. Das wäre cool gewesen. Ferrari auf der 3 hat er auch wieder ein Podium geholt. Wie gesagt, Schulz auf der 4. Dann geht es weiter mit Brandstein und Najdowski auf der 6. Das gibt auch wieder einige Punkte. Mellixen, Zambrotti, dann Farinaris auf der 9. Ich denke mal, Carla Cox um das Fiesent-Team kann hier zufrieden sein bei der Leistung. Dann geht es weiter mit KG. Casey holt auch nochmal 2 Punkte. Der letzte Punkt geht an Bonnet. Dann haben wir Djurkov, Berger, Martinora, der Lokalmatador Barada, nur auf der 16 enttäuschend. Ashford, Hollison, Cortero, Bracegirdle, Sota, Soota, Collins, Acevedo, Kavanagh und Hamaki, letzten 3 ausgeschieden. Vermutlich Acevedo und Hamaki, die hatten bei diesem Startgetümmel mutmaßlich irgendwelche Schäden genommen und das wäre es dann gewesen. Ja, 5 Runden waren es leider nur. Mehr hat der König uns nicht genehmigt. Müssen wir mal gucken, dass wir nächste Saison, wie gesagt, wenn es eine gibt, ich will es nicht versprechen, vielleicht mal 10 Runden fahren. Obwohl, ja, dann so 14 Minuten auch recht kurz ist. Wie waren die Rundenzeiten hier? 1,26, obwohl das geht eigentlich, ne? 1,23, können wir vielleicht auch so 11, 12 Runden fahren. Müssen wir mal gucken. Wenn ich die Vorstellung für die nächste Saison mache, ob das jetzt nur nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder sonst wann ist, erinnert mich daran, dass ich die Rundenzeiten anpasse bei manchen Strecken. Sonst vergesse ich das wieder. Ja, Thoras Ney bei der schnellsten Runde. Hat ja seine Quali-Dominanz nicht ganz so ausgefahren. Aber wie gesagt, war es auch nicht wirklich nötig. Hier haben wir die Fahrerpunkte. Krameri 20, Name 16, Rawowski 14, Schulz 12, Brandstein 10 und Najdowski 8. Und bei den Konstrukteuren Lüngs ganze 32 Punkte. Ferrari kriegt 19 Punkte, LPR 18. Fiesent 12 Punkte, 2 zu 10 und Racing Keba 6 Punkte. Hier in der Fahrermeisterschaft sieht es dann wie folgt aus. Ja, Drivers Name mit 136 konnte sich dann ein bisschen absetzen, wieder weil Hamaki ja nicht ins Ziel gekommen ist. Mirabella Group Brace, Girdle und Casey gefolgen dann. Brandstein kam nach Keiji Soota. Barada Khan, Krameri jetzt auf der 11, hat einen ordentlichen Sprung gemacht von den Tiefen des Punktekellers auf die 11. Dann haben wir noch Djurkov, Schulz, Mellixen, Hollefson, Collins, Acevedo, Bonet, Rawowski, Cortero, ja, Farinaris, 29 Punkte schon eingefahren. Zambrotti, Ashford, Berger, Martinora, Prerat, Soota und Najdowski, obwohl er hier Punkte gemacht hat, immer noch ganz unten. Na gut. In der Konstrukteursmeisterschaft LPR führt immer noch vor Ford. Das ist relativ knapp hier. Also hier ist noch alles drin in der Konstrukteursmeisterschaft. Dann No 4, Zuzu, Paptour, Lynx, Skoda. Hat er bestimmt auch einige Plätze gut gemacht. Grand Prix 2, Taurus, Enceladus, Racing, Keirup, Ferrari, Wikinger, Fiesent. Ja, immer noch ganz unten. Obwohl ich viel. Das gab es so eigentlich noch nie, ne? Dass ein Team mit 40 Punkten noch ganz unten ist. Also es ist schon, muss ich sagen, eine richtig gute, ausgewogene Saison, würde ich sagen. Was so die Platzierungen hier betrifft. Weil wir hatten ja teilweise, dass irgendwie ein Team Makede-Punkte hatte am Ende oder mal in 2, aber jetzt ja so 40 Punkte. Also hier ist wirklich alles noch drin. Wie gesagt, Name 136 Punkte und Hamaki mit 91 Punkten. Wie gesagt, sind noch 4 Rennen. Das heißt, es gibt noch 80 Punkte. Da ist noch theoretisch hier alles drin. Ja, das war jetzt der erste, zweite Platz hier in der Saison für Drivers Name. Krass, einfach nur. Ja, 80 Punkte gibt es noch. Was heißt denn das überhaupt? Das heißt 100... Was sind das dann? 56, ne? Das heißt im Grunde genommen alles bis Platz 6 hier. Die 6 Fahrer haben noch Titelchancen. Das ist doch 4 Runden vor Schluss noch ordentlich. Driver's Name führt jetzt mit... Wobei ich natürlich sagen muss, wenn Driver's Name, ich glaube, das nächste Rennen gewinnt, dann hat er 100...
Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, wenn Hamaki und Bracegirdle keine Punkte kriegen und auch die anderen eher schlecht punkten, dann hat Driver's Name 156 bei nur noch 60. Dann ist Driver's Name durch in der Konstellation, wenn ich das richtig sehe. Kurz meinen Taschenrechner greifen. Ich mache das einfach mal, um das Video noch so ein bisschen in Länge zu ziehen, damit das nicht bloß 10 Minuten lang ist, ja. 136 plus 20 minus 91, nee, 65 Punkte Rückstand, nee, dann war es das. Das heißt, Name kann, wenn alles klappt, nächstes Rennen schon den Titel holen. Also Hamaki muss im nächsten Rennen mindestens 6 Punkte holen. Dann haben sie 59, hat er 59 Rückstand im Falle eines Sieges von Name. Und ja, wie gesagt, wenn Name gewinnt, dann sind irgendwann die anderen auch raus. Unten diese anderen 6 und dann ist vielleicht noch Hamaki und Brassgirdle drin. Aber wie gesagt, in der Konstellation Name gewinnt und Hamaki. Ich glaube, es würde nicht mal für Bracegirdle ein zweiter Platz reichen. Das ist eigentlich egal, wie die ins Ziel kommen. Ich glaube, Bracegirdle muss, also Name muss im nächsten Rennen unbedingt nicht punkten. Also wenn er gewinnt, nächstes Rennen, ist er eigentlich meiner Meinung nach mit dem Titel durch. Wenn Hamaki Zweiter wird, dann hat der 107 zu 156. Ja, das. Ja, wollen wir mal gucken. Wie gesagt, Name gewinnt nächstes Rennen den großen Preis von Südafrika und Hamaki und Bracegirdle gehen punktlos aus. Dann ist das Ding hier vorbei, muss man ja mal so sagen. Konstrukteursmeisterschaft, die ist noch relativ offen, würde ich sagen. Geht wahrscheinlich zwischen Ford und LPR aus. Aber ja, gucken wir uns das nächste Rennen an. Das ist nämlich der große Preis von Speichern. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Große Preis von Südafrika. 4,247 Kilometer lang. Das viertletzte Rennen. Da sehen wir uns dann in 2 Wochen. Ich speichere nochmal hier extrem tausendmal ab. Hier erkennt das ja. Ja, cooles Rennen gewesen. Cameri mit ihrem allerersten Saisonsieg. Und ihren allerersten Formel 1-Sieg überhaupt. Da wird richtig gefeiert in Liechtenstein jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr feiert das auch ab. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.